Hallo Leute, ja, recht herzlich willkommen zur Vorschau Nummer 3 von Retail Company Simulator. Wir sind hier im Menü, wie ihr seht, und es liegt daran, dass ich nochmal den Hauptkey zugeschickt bekommen habe. Wir haben heute den 1. August und 24 und am 6. August 24 kommt das Spiel raus. Vorher hatte ich den Prolog und jetzt ist hier dann nochmal von dem Luke von Business Tycoon mir an der Key für zur Verfügung gestellt worden, damit ich das nochmal machen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir eine andere deutsche Sprache auswählen konnten. Auf jeden Fall konnte ich jetzt hier was einiges einstellen. Hab das gemacht. Es gibt hier auch Erfolge, wie ihr seht. Das ist neu. Da gibt es Name des Ladens machen und, und. Da gibt es Achievements sozusagen, Erfolge. Ja, stürzen wir uns mal in das Abenteuer. Der Spielstand ist natürlich dafür jetzt nicht zu nutzen, den wir hatten, aber wir gucken mal, wie es so ist. Nach dem Logo gucken wir ins neue Spiel, ne? So, Name ist, machen wir einfach Reiter, Ass Reiter und starten das. Retail Company Simulator. Beliebige Taste drücken. Willkommen, es gibt ein kleines Tutorial jetzt. Ja, lassen wir mal an. Aber ich glaube, dass. Oh. Na, sieh. Bam. Okay, bin mir jetzt nicht sicher, aber kommt es ein bisschen so vor, als ob die Grafik noch ein bisschen hübscher geworden ist. Ist aber egal, gib deinen Namen ein Geschäft. Hatten wir das nicht gerade? Aber machen wir auch, ist egal. Ich weiß gar nicht mehr, welches schicke Logo wir da genommen hatten. Ich glaube tatsächlich sogar dieses hier. Genehmigen wir. So, interagiere mit dem Computer. Das machen wir jetzt mal. Da gibt es die Verträge. Wir haben noch das gleiche hier drin. Unterzeichnen den Vertrag. Dann können wir das hier schließen. Dann gehen wir auf den Markt und kaufen ein. Zur Kasse hinzugefügt. Das kaufen wir, das rosa T-Shirt hier. Deine Bestellung wurde hin. Okay. First Order steht da unten als Achievement. Kiste aufheben, Pakete. Ja, können wir hier, glaube ich, erst raus. Und dann gehen wir dahin und holen uns das Paket, ne? Dann gehen wir wieder in den Laden. Warte, ich bin. Ah, okay, hier stehen jetzt tatsächlich schon. Die können wir alle reinmachen. Ja, Kiste bringen wir weg. Dann werden wir den Preis anpassen, wie gehabt. 9,99 Dollar. Haben wir. Jetzt brauchen wir eine Ankleidekabine, die kriegen wir hier wieder am Computer. Das kennen wir ja schon alles. Ausrüstung, Ankleidekabine kaufen, erledigt, kaufen, raus, raus, die Kiste holen. Und, na, das mit der Tür ist immer noch schwierig, ne? So, und dann basteln wir die immer noch hier hin. Sah die schon mal so aus? Ich glaube ja, ne, oder? Eröffne den Laden. Okay, das heißt, wir gehen hier zum Schild und machen den Laden auf. Und dann hoffen wir, dass es Kunden kommen. So, dann müssen wir immer noch an die Kasse und warten, bis ein Kunde kommt. Oh, die Geldscheine sehen, glaube ich, auch schicker aus. Hier sieht das Geld auch, glaube ich, schicker drin aus. Kann das sein? Wechselgeld ist ein Cent. Passt. Madame auch. Die macht mit Karte. Okay, das ist immer noch das gleiche. Genehmigen und sie geht raus. Und dann haben wir hier mit Karte und auch. Oh, alle bezahlen jetzt gerade mit Bargeld. Er kriegt nur 2 Cent wieder. Und der Laden ist aufgestiegen. Super. Unterzeichnen einen neuen Vertrag und seinen Vertrag mit einer Marke. Das bedeutet, wir gehen hier hin. Suchen den aus. Und Anforderungen nicht erfüllt. Aber wir brauchen da Level 2. Aber wir sind doch Level 2, oder? Ah, nicht ganz. Pinkes T-Shirt fehlt. Okay, na dann. So, dein Ladenlevel ist jetzt aufgestiegen und nicht eben. Das war ja schon mal wieder krass, oder? So, jetzt können wir nämlich hier auch den zweiten Vertrag machen. Unterzeichnet, wir hätten auch da schon was kaufen können dann, okay. Achso, sollten wir vielleicht hier machen. Neu, kaufen wir.
Kaufen wir, kaufen wir. Schließen wir, schließen wir. Ach so, wir haben einen Fehler gemacht. Da mussten wir hier zur Kasse gehen und dann kaufen. Für 34 Euro kriegen wir, glaube ich, jetzt nichts Besonderes, oder? Was ist mit Verträgen? Gehen nicht. Ah, da sind noch mehr Verträge, wenn man runterscrollt jetzt wohl. Ah, hier kann man zum Beispiel Schuhe kriegen jetzt. Aber das ist erst bei Level 7. Okay, ich weiß gar nicht, ob man das letztes Mal machen könnte. Hier könnten wir das jetzt noch kaufen. Was mit Ausrüstung? Ja, da wäre jetzt noch ein Regal und sowas. Aber das ist alles zu teuer. Können wir jetzt noch nicht. Das heißt, Arbeiter. Ah, das war letztes Mal noch nicht freigeschaltet im Prolog. Also hier können wir jetzt einen Kassierer einstellen. Aber das Ganze erst ab Level 7. Das hatte der Michael Friedrich ja noch geschrieben. Da ging es damals aber eigentlich nicht. Aber wir sind jetzt ja weiter. Level 5 kann man Erweiterung 1 machen bei Mietkosten. Ich weiß nicht. Laden und Lagerhaus. Ah, dann wird die Fläche wahrscheinlich größer, wo wir es verkaufen können. Bank gibt dann einen Kredit. Okay, den wollen wir jetzt mal nicht aufnehmen. Und Inventar. Können wir sehen, was wir haben. Auch sehr interessant. Level aufgestiegen. Sehr gut. Mit Enter. Nächster Tag. Wir haben jetzt wohl hier ein bisschen Geld plus gemacht. 82 Levelpunkte gekriegt. Ist jetzt erstmal gut, oder? Jetzt können wir erstmal Regale auffüllen. Okay, wir müssen dann den Tag beenden. $23,98. Ja, weiß ich nicht, dass das mehr da ist, aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Wir können ja mal gerade schauen, was wir hier noch an Verträgen hätten. Da brauchen wir Geld für, dann können wir noch neue T-Shirts machen mit Level 3. Ja, das ist jetzt leider noch nicht so weit. Da brauchen wir also 350 Einkaufswerte. Kein Rückgeld. Das passt erstmal. Wir haben 475, das heißt, wir machen jetzt schnell hier mal einen neuen Vertrag. 300 oder ist eigentlich egal, welchen wir machen. Und dann kaufen wir die noch dazu. 107. 175 können wir uns leisten. Kaufen wir. 133. Wir können uns auf jeden Fall einen Ständer kaufen wohl. Da. Level up. Okay, wir sind auf Level 4. Dann schließen den Tag mal ab. Ein bisschen hier miese gemacht wohl jetzt, aber insgesamt sind wir wohl hochgekommen. Der Preis ist gestiegen. Okay, dann lassen wir das so. Warte mal, das ist fast voll. Das können wir so lassen. Das können wir so lassen. Wir haben nur 37 Taler. Das heißt, wir können im Prinzip doch, wir könnten was kaufen. Oder haben wir? Ne, wir haben alles gekauft. Uns fehlt halt ein Ständer dafür, ne? Kann ich das hier wieder runternehmen? Ne, ne? Wenn ich jetzt einen blauen Karton packe, den ich hier hinten habe, ne, beziehungsweise einen türkisfarbenen. Und jetzt mache ich hier Rechtsklick. Ah, gut. Es geht so, wie ich es mir gedacht habe. Sehr schön. Dann kann ich nämlich ihn hier da aufhängen. So, so viel hatten wir, glaube ich, noch nie. Jetzt müssen wir mal schnell die Ware gucken, dass wir die da alle hinkriegen. Das fehlt nämlich der beige Pullover. Okay, beige Pullover sind tatsächlich wohl nicht so viel drin. Okay, dadurch. Einkaufspreis ist 67. 19,99 genehmigt. Das sieht schon mal schön aus. Nächster Tag. Kommen wieder in den Laden. 469 haben wir jetzt. Wir sind auf Level 7, Level 4, aber ich glaube Arbeiter geht erst ab Level 7, okay. Da wäre ja schon mal was. Hier ist Level 5. Verträge ist auf Level 4 was. Das haben wir schon, ne? Oder? Ne, haben wir nicht. Wenn wir das unterzeichnen.
Ja, ist vielleicht nicht schlecht, eine Hose mal dabei zu haben, oder? Aber das ist schon, ach, das kostete mich jetzt 400. Okay, das habe ich jetzt nicht so gedacht, dass das so ist. Der Vertrag musste ich so abschließen. Okay. Das war wohl nichts mit wegschmeißen. Hier sind weiße Tops. Ja, ich glaube, wir müssen erst, können erst öffnen wieder. Das kann weg. Ich weiß aber nicht, was in der Ecke liegt. Ich glaube, weiß. Gut. Und Jeans. Kommen nicht dahin, kommen dahin. Weg damit. Und den Preis gerade festlegen. Ach, da oben ist 39,99. Nee. 99 nehmen wir für eine Jeans. Gut. Rot fehlt. Schmeiß das mal gerade weg, weil wir haben die Jeansaufgang. Hier das blaue T-Shirt fehlt uns noch. Wir haben kein Regal sonst. Oh, drei Hosen. Das ist das höchste, glaube ich, der Gefühle, was wir jetzt hatten. Passt. Das sind die Jeans. Die sind der beste Artikel im Laden, Mann. Achso, Tag beenden. Machen wir natürlich mal. 302 Cash hier jetzt. 542 haben wir. Preise sind irgendwie gestiegen oder sowas. Sieht erstmal alles gut aus, oder? Sonnenuntergangsmotiv fehlt, okay. Wusste gar nicht, dass wir das schon haben. Ständer kaufen. Markt, Ständer und für dieses hier zwei können wir kaufen, ja. Und dann gehen wir noch hier hin und kaufen das T-Shirt dafür, oder? Ach, das haben wir gar nicht unter Vertrag, wa? Da zeichnen wir den Vertrag gerade noch. Gehen zur Kasse. Ah, Tag beenden wollen sie. Oh, ich glaube, wir müssen ganz schnell Kasse machen. Können wir hier noch was beipacken? Hier so eine Wand ist natürlich schick, ne? Vier, das sind 4, 8, 12, 16. Das ist, gefällt mir nicht, weil das ist mir zu viel. Dreireich ist 2000 Euro zu teuer. Mit 1200 haben wir da. Hier hätten wir 400 für die Wand. Das wären 8, die kannst du direkt aneinander hängen. Und hier sind 16. Die können wir uns leisten, wenn, ne? Ich glaube, sogar insgesamt können wir uns das leisten, ja. So, und da hinten ist ist das Wandregal. Zweireihiges Wandregal. Machen wir jetzt dahin. Und haben wir aber keine Ware für zurzeit, ne? Wie viel haben wir noch? 133. Müssen wir erst was verkaufen. Ja, da sind wir schon mal gut unterwegs. Wenn er jetzt kommt, können wir uns wahrscheinlich das Lagerregal gönnen, ne? Das machen wir jetzt sofort. Nee. Keiner da. So, damit geht das hier nämlich rein. Kommt hier schön neben. Okay, das ist falsch. Das kommt da unten hin. Okay, das funktioniert dann so nicht. Das ist schade. Wäre schön gewesen, wenn das gesteckt hätte hier jetzt, ne? Ach so, den Vertrag habe ich gemacht, aber nicht das Zeug gekauft. Kaufen. Kaufen. Und holen.
Das Sommerkleid kommt da hinten hin. So, ich hoffe, dass wir jetzt über die Dingens kommen. Nein, noch nicht. Aber jetzt wahrscheinlich nach diesem Kauf. Level up. So, und sofort hier dran. Ne? Arbeiter einstellen. So, jetzt müsste die ja hier irgendwann kommen. Da ist sie. Okay, dann brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Wir müssen nur noch Regale voll machen. Umkleidekabine kommt hier neben. Kriegen wir das Blaue noch? Haben wir das noch? Ich glaube, wir haben auch kein Blaues, ne? Nein. Ja. So, das hat erstmal funktioniert. Jetzt schauen wir mal gerade, was wir für Arbeiter noch einstellen können. Kassierer, Kassierer. Oh, da brauchen wir Level 10 für einen Regalfüller. Das dauert natürlich dann. Okay, das ist aber der nächste Arbeiter, den wir einstellen können. Und wir sind erst bei Level 7. Erweiterung geht dann erst bei Level 8. Verträge hatten wir schon. Was können wir da hier? Schuhe gehen jetzt schon mal. Da brauchen wir 2500 auf der Kante. Okay, müssen wir mal schauen, ne, wie wir da weiterkommen. Und hier müssen wir gucken, was war. 0 in deinem Laden, 6 in deinem Laden. Okay, wenn wir hier keinen im Laden haben, dann brauchen wir da wohl welche von. 3 im Laden. Okay, das ist natürlich cool, dass das hier dran steht. 1856. Geld haben wir genug gemacht, glaube ich. Wir haben jetzt 3000. Jetzt gehen wir mal gerade erst hier hin. Was wollten wir machen? Verträge mit den Schuhen, ne? Warte, wo waren die Schuhe? Hier, den wollen wir unterschreiben. Und dann brauchen wir hier ein Schuhregal. Können wir uns auch noch leisten. Ah, das liegt hier tatsächlich sogar drin. Zuerst das kaufen. Ja, die Sneaker sind leider noch nicht da, weil Lieferschwierigkeiten. So, Schuhe haben wir auch. Kann man die da tauschen? Ne, kann man nicht tauschen, schade. Also der Kontostand, der ist jetzt hier schon ganz nett. Punkte haben wir 163 irgendwie ergattert. Und ist der Level up. Der dauert noch reichlich. Da müssen wir mal weiter gucken, ne? Also Jeans. Wir haben überall jetzt so ein bisschen hängen noch. Ich glaube, das nehmen wir mal. Achso, wir müssen noch einen Ständer dann haben. Können wir denn noch so eine Wand kaufen? Stimmt. Wir könnten auch so eine riesige Wand kaufen. Auf jeden Fall mit 3,5 hier sogar. Da würde alles gehen, ne? Frage, ob das dahin geht. Sehen wir aber dann, ne? Die Weste kaufen wir dann mal. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Regal aufgestellt kriegen, ne? Jetzt haben wir uns hier verlaufen. Da. Geht das hier hin? Natürlich nicht. Hier wieder ins Vergessen vergangen. Dann drehen wir das mal um hier. Stellen das dahin, wenn es denn gehen würde. Geht leider auch nicht. Weil diese Kiste jetzt wahrscheinlich im Weg liegt, ne? Ah.
So, jetzt die nochmal. Ne, die ist dann auch zu groß. Okay, das geht so auch nicht. Okay, haben wir das erste, oder? Loser Shirts. Hey, wir haben Level Up. Sehr gut. Das bedeutet, wir gehen sofort hier hin. Und naja, machen wir nicht. Drücken jetzt Enter und beenden den Tag. Und dann haben wir einen neuen Tag. Und dann gehen wir als erstes hier hin und stellen eine Dame ein. An den Verträge nicht arbeite, die die Regale auffüllt. So, dann sind wir damit nämlich mit durch. Da ist er. Und wir müssen jetzt nur noch bestellen, glaube ich. Kümmert er sich darum? Wir gucken uns das mal an. Ah, der macht das jetzt da rein. Der hat die Jeans jetzt dahin gehangen. Das ist jetzt doof, weil die Jeans eigentlich da hängen, mein Guter. Die hättest du da auffüllen müssen. Na, er schmeißt auf jeden Fall den Müll auch weg. Die blauen T-Shirts, bringt er die jetzt dahin? Oh, was ist das denn hier noch? Ist das Jeans? Tatsächlich. Okay, der hängt jetzt das irgendwo hin, wo gerade Platz ist, ne? Damit alle Regale voll sind. Naja, dann ist das so. Platz haben wir da. Aber nicht so viel. Gut, aber egal, würde ich sagen. Mach das mal dahin. Er kümmert sich jetzt erstmal drum. Und wir nicht mehr. Aber jetzt macht er nichts mehr. Gut, dann müssten wir jetzt als nächstes Ware kaufen. Und er kümmert sich dann darum. Denke ich mal, ne? So, und jetzt ist das Spiel dann automatisiert. Und zack. Gekauft. Und er rennt jetzt wieder los, oder? Ne, macht er nicht. So, jetzt ist die Frage, wie wir den dann bewegt kriegen, dass der was macht. Aber wir können ja mal erstmal den Laden öffnen und dann schauen wir weiter, ne? Weil der ist nämlich nicht geöffnet. Sie kann da tippen. Was ist hier? Neuer Bildschirmhintergrund oder was war das? Ja, Arbeitgeber. Sind wir jetzt soweit? Level 14 geht es dann weiter oder Level 20. Das wird dann halt größer, ne? Gut, ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Hier ist ja noch ein Regal, da fehlt es ja komplett, ne? Haben wir keine roten mehr? Eigentlich haben wir rote, oder? Und da muss das da oben drin sein und dann macht er was. Ah, er braucht das Lagerregal, damit er füllt. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt schauen. Das gibt's da ja. Das schmeißen wir dahin. Er nimmt nur aus dem Regal raus, wenn da Ware ist. Das heißt, wir müssen kaufen und das in das Regal legen. Weißes T-Shirt. Nur dann macht er was. Jogginghose hat einen unfairen Preis. Okay, was fehlt uns dann noch? Jeans. Mal Jeans. Ja, da sind die Jeans. Und blaue Bluse. Haben wir hier. Gut. Das
fehlt noch? Ein blaues T-Shirt haben wir hier. Ich hoffe, der hat das jetzt nicht gerade genommen. Da haben wir ein Problem, ne? Das hat er weggebracht. Was nimmt er jetzt? Ah, das blaue T-Shirt. Aber da war noch... Und da ist gerade eins verkauft worden. Ah, ne, da hinten sind noch welche. Okay, dann passt das ja. Er nimmt gerade blaue T-Shirts. Das Sommerkleid. Muss dann da auch noch rein. Weiße T-Shirts fehlen wieder. Haben wir weiße T-Shirts? Ne, haben wir nicht. Ah, die müssten wir kaufen. Aber was wir auf jeden Fall auch machen müssen, wir müssen ein Lagerregal kaufen, damit wir alles einräumen können, damit er alles benutzen kann da. Die weißen T-Shirts sind hier. Ja, und dann müssten wir noch ein Lagerregal haben. Oder auch zwei. Kaufen wir erstmal. Da ist das Lagerregal. Das können wir jetzt mal hier hinpacken. Und da ist das zweite. Bringen wir das hier hin. Boah, das schafft er schon, ne? Das rosa T-Shirt, die rosa Weste ist nirgendwo. Die kommt dann da rein. Das T-Shirt ist... Dann haben wir zwei von den weißen wieder, super. Das ist nirgendwo, dann kommt das da rein. Rosa T-Shirts sind da. Aber im Endeffekt ist das erstmal egal, wir können ja erstmal so gut wie alles einräumen, oder? Ich hoffe, er hat jetzt gerade keine weißen T-Shirts gemacht und ist dann... Was steht denn hier so dran? Okay, da müssen Hosen oder irgendwas hin. Ja. Ich glaube, das ist auch nirgendwo, oder? Das ist auch nirgendwo. Das heißt, das kann da rein. Die Hose ist, glaube ich, auch nirgendwo, oder? Das ist auch da. Der Pullover war da oben. Der ist noch da. Da sind noch zwei drin. Ja. Die Tierchen hier. Ist alles da voll. Dahin. Ich glaube, die Hose haben wir noch nicht hier eingeordnet, oder? Passt erstmal. Und Sneaker haben wir auch noch nicht. Die kommen dann dahin und jetzt ist alles voll, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir immer alles haben, ne? Haben wir. Das muss weg. Das Top ist noch da. Er läuft gerade mit den Sneakern, glaube ich, durch die Gegend. Ne? Ja, das heißt, den Piepvogel brauchen wir und das Sommerkleid brauchen wir. Markt. Sommerkleid brauchen wir. Und was braucht man noch? Den Piepvogel. Das haben wir. Piepvogel da. Dort oben. Sommerkleid war da. Das Regal ist voll. Hier fehlt das Shirt und Pink. Shirt und Pink. Shirt habe ich gerade gesagt und Pink, ne? Welches war jetzt das Shirt, was ich meine? Pink war ganz unten. Weißt du was? Ganz einfach, ne? So geht's. Geld ist da, sollte kein Problem sein, oder? So, jetzt kaufen wir alles einmal ein. Dann haben wir das. Aber warte mal, wir können noch mal reingehen. Jetzt können wir noch mal gucken, was ist hier. Könnte man alles kaufen? Wir haben noch keine Hüte. Wir können jetzt noch Kleiderständer machen mit Verträge. Ne, Verträge nicht. Ja, da sind wir hier falsch.
Verträge waren hier. Kommen wir irgendwie an Hüte oder sowas schon dran? Ne? Ja, hier. Dann machen wir das Käppi mal. Vertrag ist unterzeichnet. Wir brauchen Ständer dafür. Dann nehmen wir dieses Regal hier. Kaufen wir noch ein. Passt. Ah, wir müssen den Tag beenden. Dann ist es wieder wunderbar. Ne? Gut, das heißt, wir müssen Enter drücken. Ja, da haben wir jetzt viel ausgegeben. Ist klar. So, das machen wir so. Die Ware ist alles da wahrscheinlich. Wir brauchen nur das Käppi gekauft und den Hutständer. Das machen wir gerade noch. Kaufen wir, kaufen wir. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Hutständer noch gekauft habe oder nicht. Ja, haben wir schon gekauft. Gut, dann kommt er noch irgendwo hin, wo hoffentlich noch Platz ist. Okay, da ist kein Platz. Passt. Jetzt müssen wir die Hüte noch haben. Ich glaube, das erste Mal muss ich die darauf machen. Wegen, sag schon, Preis und so, ne? €15,99, dann passt das schon. So, und das fehlt irgendwo, hat noch keinen Platz im Regal, ne? Das ist jetzt hier schlecht. Das ist alles voll, ne? Ja. Also, ich muss das werfen. Muss das da rausnehmen. Schmeiße das nach da. Gucke, wo die Käppis sind. Die kommen dann dahin. So, dann muss es jetzt passen, ne? Schmeißen wir weg. Jetzt müssen wir gucken. Blaues T-Shirt müssen wir da oben noch reinräumen. Kann er das dann bearbeiten, ne? Pinkes T-Shirt. Die Weste. Machen wir bestimmt auch irgendwo, ne? Oder? Da unten. Wo ist der Rest? Da. Das hat er gerade rausgenommen, glaube ich. Das weiße T-Shirt. Das da ins Regal. Da ist irgendwie. Okay, das können wir jetzt nicht nehmen. Das passt schon. Der Pullover. Er nimmt jetzt gerade das T-Shirt. Das heißt, das ist nicht da. Was ist das denn hier unten jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht, was für ein Teil das ist. Haben wir auf jeden Fall nicht gekauft, ne? Okay. Läuft gerade nicht so gut. Weil wir nicht wissen, was wohin muss. Ah, das hängt dann noch. Blaue Weste, die fehlt da unten. Ne? Schuhe fehlen und das Ding ins Schuhe sind hier. Und das Piepvogel-T-Shirt haben wir auch hier. Ja, okay. Da sind wir jetzt erstmal einen Schritt weiter. Der Laden brummt. Es fehlen pinke T-Shirts. Wir bräuchten eine zweite Person sozusagen. Die hat er noch nicht mal da rausgenommen aus dem Regal. Läuft. Den kannst du ja wohl voll vergessen. Der ist ja voll lahmarschig. Da kann ich ja selber schneller das da reinmachen, ne? Steht er wieder rum oder was? Nee. Ist es das? Nein. Die Hose ist, glaube ich, sowieso nirgendwo, oder? Doch, da unten ist er. Rotes T-Shirt ist alle. Blaues T-Shirt ist vielleicht alle. Ja. Gut, Sommerhemd passt. Sommerkleid, nicht Hemd. Das Regal ist voll. Da brauchen wir noch was.
Das ist alles nicht mehr da. Werden keine Jeans verkauft oder also keine hingehangen? Okay, es werden nicht so viele verkauft wohl. Jetzt sind die da noch nicht mal alle drauf gegangen. So, nimm einer hier den Jeans weg, damit ich die aufhängen kann. Ne, geht jetzt gerade nicht, ne? Geht nicht. Cappies sind auch keine mehr da. Okay, der ist jetzt nicht der schnellste. Das haben wir gerade festgestellt. Aber ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich alles in dem Spiel jetzt kennengelernt. Wir gehen mal hier rein. Wir haben Sachen gekauft. Hier gibt es ja noch diverse weitere Sachen. Das sehen wir ja. Es gibt Ausrüstung. Von der Ausrüstung haben wir auch alles benutzt. Ist alles da an Regalen etc. Da sind wir durch. Wir haben Verträge. Da gibt es noch zig andere Verträge. Kann man auch noch machen. Hier schicke Schuhe und so weiter und so fort. Kippis, Hosen, hier Hüte und sowas. Alles da. Arbeiter wäre dann. Kassierer gibt es noch. Regalfüller gibt es noch. Erweiterung. Da kann man den Laden mit ausbauen. Übrigens, das habe ich glaube gar nicht jetzt bisher gezeigt im Zusammenschnitt. Ihr seht, früher war glaube bis hier der Laden und dieses Teil ist schon hinten dazugekommen. Ich weiß nicht, ob man das in dem Teil gesehen hat. Wir hatten eine Erweiterung. Und außerdem ist ja auch gar nicht so schwer. Kaufen wir. Und ihr seht, diesmal ist es in diese Richtung erweitert. Es ist immer unterschiedlich. Na, jetzt wäre dieses hier natürlich umzustellen. Und Feuerlöscher gibt es jetzt tatsächlich zwei. Erweiterung ist klar, ne? Levelmäßig muss man dann natürlich auch machen. Bank könnte man Kredit aufnehmen, haben wir gar nicht gebraucht. Und Inventar, hier kann man nochmal alles sehen, was man hat. Hier sieht man im Laden, wie viel ist, und da sieht man, was auf Lager ist. Hintergründe, kannst du hier den schönen Monitor-Hintergrund ändern, ist auch schick, ne? So, das war es aber schon. Damit sind wir durch. Fazit zu dem Spiel können wir jetzt machen, ne? Ja, das ist grafisch, glaube ich, besser wie das andere mit dem, was wir damals hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das mit Essen oder sowas? Ich glaube, ja. Waren zu verkaufen mit diesem, ja, ist auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo noch was anderes machen könnte. Ich könnte den Tag beenden, ich kann aber hier nirgendwo reingehen. Ich könnte vielleicht hier laufen, kannst du mit Shift-Taste. Ich weiß nicht, wie weit man hier gehen kann. Da ist Feierabend, okay. Gut, dann wisst ihr da Bescheid. Hier ist unser Geschäft, kann man sich angucken. Es ist ein Spiel, was man vielleicht spielen kann, wenn man zwischendurch ein bisschen chillen will. Aber sonst würde ich sagen, es ist jetzt nicht so wirklich... Oh, guck mal, bis dahin sind die Jeans gefallen. Das ist ja auch krass, oder? Ja, aber es ist ein Casual-Game, sag ich mal. Ne? Man kann da ein bisschen was machen. Die Automatisierung ist da. Das nächste wäre jetzt der Punkt, dass man vielleicht ihm hier sagt, du müsstest jetzt auch noch ein paar Sachen einkaufen. Dann würde man das auch noch automatisieren. Aber irgendwann hat man selber nichts mehr zu tun, sozusagen. Aber es ist auf der einen Seite... Ja, ganz nett. Auf der anderen Seite, es ist sehr monoton. Es ist immer das Gleiche. Es wird auf Dauer langweilig werden. Ich hab's. Den Zusammenschnitt ist ja jetzt eine gute halbe Stunde, glaube. Und es ist 4 Stunden am Stück gespielt. Habe ich, um dahin zu kommen, wo wir jetzt hier sind. Aber am Ende ist es ausgereizt, ne? Es ist ganz lustig, klar, aber ja, was willst du machen, ne? Du bist. Bisschen mit den Preisen beschäftigt, dass die immer hoch und runter gehen. Musst du aufpassen, dass die Preise nicht zu sehr zu niedrig sind. Dann verdienst du halt nichts mehr. Aber das ist eigentlich alles machbar, weil ich habe es jetzt einfach gespielt und läuft. Ne? Gut, ich bedanke mich trotzdem bei dem Luke für den Key. Der war super, dass ich den gekriegt habe. Wir haben einen Einblick in das Spiel gekriegt. Es kommt am 6. August 24 raus. Wer da Lust hat, der sollte es kaufen. Es ist, keine Ahnung, den Preis kenne ich leider nicht. Ist bestimmt aber nicht ganz teuer, schätze ich mal. Das wird bestimmt ein annehmbarer Preis sein. Und ja, was soll man sagen, ne? Ihr wird irgendwann immer besser werden. Ihr werdet Level aufsteigen. Ihr habt Achievements in dem Spiel auch. Ich weiß gar nicht, kann man die hier irgendwo sehen? Ich glaube, die kann man hier gar nicht sehen, oder? Ich glaube, die sieht man hier nicht, ne? Wir können ja mal doch Achievements machen. Nee, hier sieht man sie leider auch nicht. Ne? Nein, ist nichts zu sehen. Ne?
Okay, dann wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, macht was draus, guckt zu, es ist ganz nett. Die Figuren hier, die Dame, die ist ja ganz nett geschminkt oder so. Ist ein bisschen steif hier am Stehen, aber sonst geht's. Das mit der Kasse, ja, mit dem Geld ist bisschen nervig am Anfang, aber auf der anderen Seite ist es so, die macht das irgendwann und dann ist das alles gut, ne? Es ist dann die Frage, ja, vielleicht sollte man noch mal gucken, dass man hier den Mülleimer noch zur Straße schieben muss, damit der Müll abgeholt wird, sonst hat man da ein Problem oder so. Es könnte ein bisschen umfangreicher sein. Alles klar, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.